willkommen hier aus Bahrain zu unserem ersten Rennen der Mega-Season. Ich weiß, ich bin einen Tag zu spät dran, aber es hatte gute Gründe. Wir müssen nämlich auch ein bisschen über das Rennen reden. Falls ihr das Recap noch nicht gesehen habt, oben rechts gern. Aber ich wollte dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit geben. Ich wollte es noch am Montag bringen, aber dann wurde die Zeit leider knapp. Ich hatte ein paar Termine und deswegen tut es mir leid. Deswegen kommt es heute. 15 Kurven, 3 DRS-Zonen. Hotlap könnt ihr euch gerne oben rechts angucken. Da gibt es alle Randinfos zur Strecke. Eine wunderbare Strecke hier mit einem sehr tollen Auftaktrennen am Sonntag. Ich freue mich immer wieder, weil die Strecke echt perfekt gelungen ist. Also wirklich, ich bin kein Freund von Hermann Thielke, aber die Strecke ist echt toll geworden. Abonniert gerne den Channel kostenlos, lasst unbedingt gerne ein Däumchen rum da und schaut auch gerne auf Instagram vorbei, auf itu-gaming oder auch gerne auf meinem TikTok-Account ez-tobi. So, hier mit dem Starting Grid, links wie Male unten in der Bio. Hamilton und Verstappen starten aus der ersten Startreihe, ja, ganz gemäß like 2029. Bottas und Vettel dahinter, wir sind Vettel, Perez und Norris, dann haben wir Leclerc und Sainz und Norris und Alonso, sorry, Gasly und Stroll. Auf dem 13. Platz sind Yuki Tsunoda und Ocon, Raikkonen und Giovinazzi, beide nicht mehr in der Formel 1 aktiv, Russell und Latifi. Und in der letzten Startreihe Mick Schumacher vor Nikita Mazepin, wie eigentlich auch immer. Wir starten hier direkt, es geht los mit dem großen Preis von Bahrain, hier in unserer Mega-Season, 50%, wir sind in 29 Runden unterwegs und Lights Out. Guter Start von uns, sehr, sehr guter Start. Ein Ticken schlechter als Perez, den wir hier gleich mal probieren zu verteidigen. Ich weiß noch nicht genau, wo ich reinstechen kann, soll. Ich habe hier so den undankbaren Platz von links außen, wo du ja vielleicht ein bisschen Glück in der zweiten Kurve hast, aber dann war es das eigentlich. Ich wusste nicht genau, es war echt viel los. Sie sind da so teilweise zu dritt nebeneinander gefahren und deswegen bin ich da immer noch froh, dass ich da irgendwie lebend rausgekommen bin, muss ich auf jeden Fall sagen. So, hier haben wir Sebastian Vettel, das sind wir und wir sind ordentlich weggekommen, muss ich echt sagen. Wir sind hinter Verstappen auf dem 4. Platz, keinen Platz gut gemacht, keinen schlecht gemacht. Hier kommt Norris durch, die McLaren leider ein bisschen enttäuschend dieses Wochenende gewesen, aber ich denke mal, das ist alles Frage der Zeit. Das sind halt auch diese Mercedes-Motoren, die jetzt aktuell noch nicht so an Leistung haben. Ja, hat man auch letztes Jahr gesehen, am Anfang war es zwar nicht so gravierend, aber die Mercedes-Motoren sind jetzt noch nicht so stark. Auch Williams zum Beispiel, sehr langsam noch, oder auch Alpine hat einen eigenen Motor, ich glaube ein zweites Team gibt es auch noch, oder der Aston Martin, oder? Ich glaube, die fahren auch mit Mercedes und die sind ja auch noch ein bisschen more beieinander und die Ferrari-Teams haben halt dadurch einen Aufschwung. Wir haben eine Mega-Leistung von Haas, die hier mit einem Ferrari-Motor fahren und auch eine Mega-Leistung von den Alfa Romeos, die auch mit einem Ferrari-Motor fahren und deswegen muss man schon sagen, diese zwei Teams haben am meisten profitiert, natürlich außer Ferrari, die haben am meisten von diesem sehr, sehr starken Motor profitiert. Unsere erste Runde war okay, wir hatten hier ein paar Anfangsschwierigkeiten, die habe ich aber eigentlich immer. Also ich muss sagen, toll gelaufen. Dieses Wochenende ist wieder Race Week, wir sind am Wochenende wieder in Jeddah, in Saudi-Arabien, eine sehr, sehr schwierige, tricky Strecke, wo viel geändert wurde, weil letztes Jahr gab es das Debüt, viele Diskussionen, weil man halt so viele uneinsichtige Kurven hatte und so weiter und die wird man diese Woche ein bisschen, oder hat man dieses Jahr ein bisschen probiert zu verbessern. Das finde ich natürlich sehr toll und wir gucken uns gleich hier, ja, wir kommen Verstappen ein bisschen näher, wir sind auch die einzigen an der Spitze, die beiden mit Gelb fahren, ich weiß nicht, ob Hamilton Gelb drauf hat, aber wir sind da richtig gut unterwegs, auch mit den Gelben. Traurigerweise merke ich den Unterschied leider nicht richtig, dass wir hier mit Gelb unterwegs sind und die anderen mit Rot. Hier nochmal die Start-Replay. Anfangs sah es eigentlich ziemlich schlecht aus. Also Perez ein bisschen besser gestartet, den habe ich gleich abgedeckt, aber jetzt nicht aggressiv oder so. Und dann hatten wir hier das Problem, dass wir links außen waren. Und das ist halt ein bisschen die schlechte Seite, die Arschkarte, um auf Deutsch gesagt. Auch Hamilton hatte hier zu kämpfen. Auch der Start war nicht so optimal. Gerade so dieses Ruckeln am Anfang. Ich habe hier ordentlichen Wheelspin und vor allem bin ich echt nicht vom Platz gekommen. Trotzdem, hier habe ich den ganzen Körper ausgenutzt, innen schön Platz gelassen und Norris, ja, der wäre da fast vorbei gewesen, aber da habe ich echt die Lenkung sehr, sehr spät aufgemacht und dann hier sogar mit einem Querschnitt, weil ich den ganzen Körper mitgenommen, wo vermutlich noch ein bisschen Sand drauf war. Also da kann es schon davon ausgehen, dass es sehr hart ist. Wir sind hier an Verstappen dran, der einen fetten Verbremser hatte und hier jetzt, oh mein Gott, Alter, der bremst und hier ordentlich. Der hatte einen sehr, sehr starken Verbremser hier vorhin in der
dritten Runde und jetzt wieder sehr, sehr viele Probleme anscheinend schon. Ja, der Gelbe, oh mein Gott, was macht Verstappen denn hier, dieser Idiot? Die bremsen so verdammt früh, die KI. Also, ja, kommt gleich mal der Blick, ob der Flügel hin ist. Aber dann kommt mir so ein bisschen der Schlag, vierte Runde. Und wir haben schon 24%, 27%. Also, das ist echt nicht schön. Wir kämpfen mit den Reifen. Das ist leider auch immer das Leid mit dem, von den schlechteren Teams. Ich weiß nicht, warum das im Game so ist. Aber man hat dann immer ein bisschen schlechtere Reifen. Oder man hat viel mehr Reifenverschleiß wie die anderen Teams. Keine Ahnung, warum das so ist, aber... Das ist mir echt ein Rätsel. Also ich habe keine Ahnung, warum man hier immer so einen schlechten Reifenverbrauch hat. So einen groben Reifenverbrauch hat. Also das ist mir echt ein Rätsel. Ich habe keine Ahnung. Salah, hier den Berg rauf. Wir jagen Max Verstappen, den Weltmeister. Ein bisschen zu weit drüber gekommen. Hier gibt es Gott sei Dank keine Track Limits. Und der Exit ist wichtig. Und da kam ich gar nicht vom Platz. Da kam ich nicht vom Platz. Aber trotzdem haben wir es irgendwie in den Windschatten geschafft. Die Rest wird es jetzt auch für uns geben. Ich bin natürlich nicht dumm. Ich bleib in der letzten Kurve hinter ihm. Ich hätte sowieso hier keine Chance gehabt. Aber hier ein guter Exit. Immer ein leichter Schwenker. Das ist natürlich auch schon, weil die Reifen... Er hat den Reifen geschuldet, fünfte Runde, jetzt geht's richtig dran, hier in den Windschatten, DRS, IRS, alles on und wer zupft ganz spät, zupft mir hier links raus, ähnlich wie Leclerc, obwohl ja, ich meine, oh, und da kommt der Verbremser von Max Verstappen, der uns hier wieder zurückhält, aber jetzt ähnlich, wirklich, jetzt würdest du sehen, ich habe das Rennen wirklich schon am Donnerstag letzte Woche aufgenommen und da muss ich echt sagen, das kommt mir fast so vor, wie der Fight zwischen Leclerc und Verstappen. Wir gucken uns das gleich in der Replay an. Ich meine, das war fast 1:1 genauso wie der Fight zwischen den beiden. Also wirklich, die haben ja auch so gefight. Dann kam auch der Verbremser und ich bin fast genauso wie Leclerc da vorbeigefahren. Gucken wir uns das nochmal an in meiner Onboard-Replay. Und da geht's. Wir gehen außen dran und er verbremst sich hier innen. Ja, ich bin jetzt nicht zu sauber gekommen, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass das kommt. Und bin dann ähnlich wie Verstappen einfach vorbeigezogen. Also ich finde das schon ziemlich cool, dass wir das sozusagen... vor dem Rennen predicted haben. Wir sind ja auch am Bottas dran. Die roten Reifen scheinen ein bisschen den Geist aufzugeben. Unsere weißen, unsere gelben halten hier noch ein bisschen besser. Und ja, halten auch wahrscheinlich länger durch. Der hat doppelt so viel Prozent, vermutlich. Also, ja, gut, das Mercedes im letzten Jahr. Sagen wir mal, er hat ein Drittel mehr wie ich. Also so 40-42%. Jetzt kommen wir auch hier schön dran und jetzt da ist halt die Frage, kommt ein Hamilton dran, der auch mit Rot unterwegs ist, also wir sind hier alle auf sehr unterschiedlichen, ja, okay, na, die Frage stellt sich nicht, wir gehen hier einfach mal an Bottas vorbei, der sich hier echt schwer tut, gerade mit den roten Reifen, die richtig abgebaut haben anscheinend. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die bei Mercedes reagieren, holen die jemanden in die Box rein, verlassen die Hamilton, nein, er geht in die Box, Bottas geht in die Box, na Hamilton ist abgebogen. Wir führen gerade den Grand Prix im ersten Rennen an in unserer Mega-Season. Grüne Flagge. Fahr jetzt raus! Gib jetzt Gas, die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Hier ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Grüne Flagge.
Okay, du musst ungefähr 10 Sekunden wettmachen, um deinen Vordermann einzuholen. Okay, alles klar. So Leute, und wir sind hier mit einem echt sehr langen Stint unterwegs gewesen auf 21. Runde, und jetzt kommt für mich so, wir werden ein bisschen gejagt von Verstappen, und ich dachte mir so, ja, ich probiere es nochmal. Ich meine, Verstappen wäre so oder so die nächsten 1-2 Runden vorbeikommen. Ich gehe nochmal auf Rot zum Schluss, auf die Jagd der schnellsten Rennrunde, vielleicht sogar auf die Jagd der beiden, aber die sind so weit weg, früher oder später wären die mir sowieso vorbeigefahren. Mein Problem ist jetzt, war das die richtige Entscheidung? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich meine, man hätte vielleicht ja kämpfen können. Meine Reifen, die Reifen waren schon 20 Runden alt, aber trotzdem. Ich weiß nicht, ob es die richtige Entscheidung war, zu dieser Stelle jetzt in die Box zu fahren und sich neue Reifen zu holen. Und ich gebe hier echt mein Bestes. Ich habe auch mein Bestes gegeben. Aber das Problem ist halt, die KI ist echt verdammt stark, und wir haben jetzt eher so ein mittelmäßiges Auto und können da wahrscheinlich auch nicht mehr um den ersten Platz mitfahren. Das war, glaube ich, nicht die beste Entscheidung, die ich treffen hätte können. Hier war der Paris-Dreher in der letzten Runde, wir wissen es alle. Hier jetzt noch einmal in der schönen Ansicht wenigstens der eine Punkt für die schnellste Rennrunde, und hier rauf den Berg, wunderbar anbremsen. Beim 50-Meter-Schild fängst du zum Bremsen an, hier ein bisschen, ja, den Scheitel verpasst, und dann geht's direkt runter hier in die Engstelle. Das war auch ein cooler Punkt hier. Gab es zwar nicht viel Überholmanöver, aber hier hat man oft angesetzt, um dann sich hier dran zu robben. Genau hier dann in Kurve 19 sich dran zu robben und dann in der zweiten DRS-Zone, dann hier innen links mit einem Harakiri-Manöver sich durchzusetzen. Hier ist auch Sainz an Verstappen vorbeigegangen. Genau an der gleichen Stelle auch Alonso an, weiß ich nicht wem, also Alonso ist auch an irgendjemandem richtig eng vorbeigegangen. Und hier haben wir dann lila, purple in den ersten zwei Sektoren. Und ich glaube, das könnte es werden. Das könnte die schnellste Rennrunde des Tages werden. Einmal noch die letzte Kurve halbwegs gut. Guck dich mal den Grip jetzt an. Also wirklich, jetzt ist echt traumhaft zu fahren. Du hast jetzt wirklich maximalen Grip, gerade mit den frischen Reifen. Ist es echt toll. Wir haben ja noch einen neuen Satz gehabt. Grün nur im letzten Sektor, aber es reicht trotzdem für eine mega schnellste Rennrunde. Wir werden nicht an Hamilton drankommen und auch nicht mehr an Verstappen drankommen. Es war trotzdem ein sehr tolles Rennen, ein sehr spaßiges Rennen, und vor allem hatte ich echt verdammt Spaß. Wir mussten hier kämpfen ohne Ende. Es war rückblickend eine sehr dumme Entscheidung, in die Box reinzugehen. Aber trotzdem hatte ich, glaube ich, am meisten Spaß. Wir haben hier bis auf 3,7 Sekunden haben wir uns hier an Hamilton drangefahren und an Verstappen auch, aber die waren nach dem Boxenstopp außer Reichweite. Schade, ich hätte da vielleicht 3-4 Sekunden weiter weg sein müssen. Aber wir beenden unser erstes Rennen mit Aston Martin in unserer Mega-Season auf dem Podium. Auf den dritten Platz, meine Lieben. Ich freue mich da wirklich. Das war ein sehr tolles Rennen, sehr souverän. Esteban Ocon ist Fahrer des Tages geworden. Ja, uns kann man das nicht übel nehmen. Wir sind von 4 auf 3 gefahren. Wenn wir von 4 auf 1 gefahren wären, wäre das natürlich eine Sensation gewesen. Aber
in Jeddah ist alles drin. Ich weiß nur nicht, wie hart das Rennen wird. Ich bin noch nie in 50% Rennen in Saudi-Arabien gefahren. Aber das wird auch auf jeden Fall eine spannende Sache werden. Was denkt ihr, wer wird sich den Sieg in Saudi-Arabien holen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich tippe da eher wieder auf die Roten oder ja doch die mit den paar Problemen, die es noch gab, die Red Bulls. Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht, ob die Zuverlässigkeitsprobleme ein Ende nehmen oder ob die erst jetzt richtig losgehen. Ich bin sehr gespannt und gucken wir uns hier jetzt mal die Siegerehrung an. Wunderbar, das Feuerwerk war auch am Sonntag, minutenlang ist das gegangen und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir das am Sonntag wieder sehen werden. Viel Feuerwerk, viel Lichtspektakel. Verstappen gewinnt vor Hamilton und Vettel, also uns. Apropos Vettel, bei dem ist noch immer noch unsicher, ob der starten werden kann. Also er hat ja Corona gehabt und ob der jetzt starten schon kann, ist immer noch unklar. Ich würde es mir wünschen, aber ich denke mal, ja, so eine Corona-Infektion, die musst du halt auch ausklingen lassen. Sobald du dann auch Symptome hast, darfst du ja auch nicht mal kommen. Ein positiver Test und du bist eigentlich, ja, du darfst eh nicht das Fahrerlager betreten. Dennoch finde ich es ein bisschen schade, dass man, ich hoffe natürlich, ich wünsche mir. Und ja, Hülkenberg hat auch einen guten Job gemacht, aber es wird auch ein trauriges Erwachen sein für Vettel, wenn der da guckt und du auf einmal seine Autos auf 17, 18 herum cruisen sieht. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Konstrukteurswärme sind wir gerade aktuell Zweiter, weil auch Stroll auf dem 7. Platz mit 6 Punkten gepunktet hat. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Und hier noch einmal ein paar kleine Ausrutscher aus dem Training. Das war sogar das Qualifying. Q3 war das. Also falls ihr euch noch erinnern könnt. Am Samstag kam auch das Qualifying. Auch an diesem Samstag werden wir wieder in Jeddah rangehen. Falls ihr schon früher Bock drauf habt, könnt ihr auch gerne am Mittwoch auf meinem TikTok-Account vorbeischauen, auf its_tobi, da kommt auch eine Hotlap, eine Short-Hotlap, wo wir jeden Punkt eingehen, der 27 mächtigen Kurven. Schaut gerne auf Instagram vorbei, auf TikTok vorbei, its_tobi. Vielen Dank fürs Zugucken, abonniert den Channel ganz kostenlos, lasst gerne ein Däumchen oben da und wie immer sind Links unten in der Bio. Ein sehr tolles Rennen war das, danke fürs Zugucken, bis später oder auf TikTok oder morgen hier, ciao.